10 starke Zeichen für eine telepathische Verbindung. Gedankenübertragung leicht gemacht. Gibt es Telepathie oder gibt es sie nicht? Diese Frage beschäftigt nicht nur die wissenschaftliche Forschung schon seit Jahrhunderten. Auch Menschen, die gerne aus der Ferne mit ihren Liebsten verbunden blieben, würden zu gerne auf diese magische Art der Kommunikation setzen. Im digitalen Zeitalter von Smartphone und Internet ist eine stabile Verbindung mit jemandem zwar jederzeit möglich, doch auf der Ebene der Gedanken miteinander eine stille Übereinkunft zu erzielen, wäre natürlich der Gipfel der Verbundenheit. Wir verraten dir in unserem heutigen Podcast 10 deutliche Anzeichen dafür, dass Telepathie vielleicht jetzt schon Teil deines Lebens ist. Nummer 1. Ihr denkt und fühlt ähnlich. Die wichtigste Voraussetzung für eine telepathische Verbindung sind nicht unbedingt dieselben Gedanken. Die Initialzündung geht hierbei von unseren Gefühlen aus. Wenn zwei Menschen sich treffen, die ähnlich starke Gefühle füreinander hegen, passiert die mentale Übereinstimmung meistens praktisch wie von selbst. Wir müssen sogar in dieselbe Richtung denken, wenn unser gemeinsamer Weg in die Zukunft auch eine solche haben soll. Doch den Grundstein legen unsere Emotionen. Sie sind es, die die Liebe initiieren und unsere gemeinsame Frequenz als Paar in Schwingung versetzen. Nummer 2. In euren Träumen begegnet ihr euch regelmäßig. Die Übereinstimmung von Gedanken und Gefühlen bildet eine Art Schnittmenge zwischen unserem Bewusstsein und unserem Unterbewusstsein. Diese beiden Bereiche trennen wir normalerweise strikt voneinander, weil sie völlig unterschiedliche Aspekte unserer Wahrnehmung bedienen. Im Traum allerdings dürfen diese beiden verschwimmen und einander die Hand reichen. So kommt es, dass wir von unseren Lebensmenschen häufig und recht intensiv träumen und sie auch von uns. Diese gemeinsamen nächtlichen Ausflüge sind ein gutes Zeichen dafür, dass ihr für eine starke telepathische Verbindung die allerbesten Voraussetzungen mitbringt. Nummer 3. Eure Seelen kennen sich aus einem früheren Leben. Manchmal begegnen wir einem Menschen und es fühlt sich an wie ein Wiedersehen. Zwar sind wir uns vollkommen sicher, ihn in diesem Leben noch nie getroffen zu haben. Doch wer sagt, dass es vorher nicht schon Gelegenheiten dafür gab? Eine Liebe, die auf einem Déjà-vu basiert, ist von vornherein eine starke Verbindung. Zwei alte Seelen, die sich in den Augen des anderen wiederfinden und erkennen, kann dann so schnell nichts mehr trennen. Nummer 4. Ihr könnt mühelos die Sätze des anderen beenden. Du kennst sicher die Redewendung »Zwei Seelen, ein Gedanke«. Wenn telepathisches Potenzial in eurer Liebe steckt, dann zeigt sich dieses auch im Alltag. Spricht eine oder einer von euch, kann der andere die Sätze vervollständigen, als wären es seine eigenen. Auf Außenstehende wirkt dieser Trick immer magisch und schwer zu erklären. Doch in Wahrheit seid ihr einfach nur vom selben Stern. Nummer 5. Spirituelles Erwachen ist Teil eurer gemeinsamen Geschichte. Beziehungen profitieren mehr von Gemeinsamkeiten als von Gegensätzlichkeiten. Eine der wichtigsten davon ist eine ähnliche Weltanschauung, ein ähnliches Glaubens- oder Religionsverständnis. Die größte Liebe wird sich schwer tun, wenn ein Atheist auf eine durch und durch spirituelle Person trifft, die ihren Glauben oder ihre Überzeugungen jeden Tag lebt und praktiziert. Wenn spirituelles Erwachen bereits Teil eures Lebens- und Liebesgeschichte ist, dann habt ihr gute Chancen auf eine telepathische Verbindung. Nummer 6. Freude und Schmerz stimmen stets überein. Wie sehr Gedanken und Gefühle einander bedingen, haben wir schon kurz erwähnt. Doch diese Verbindung geht sogar so weit, dass auch körperliche und seelische Emotionen miteinander geteilt werden. Empfindet eine Hälfte Schmerzen oder Trauer, spürt die andere diese, als wäre es ihre eigenen. Diese Gefühlskompatibilität ist schwer zu finden. Sie markiert eine echte Seelenverbindung, deren nächster logischer Schritt, die Telepathie, dann kein großes Kunststück mehr darstellt. Nummer 7. Eure Gedanken und Handlungen gehen oft Hand in Hand.
Du denkst an diesen Menschen und schon klingelt dein Telefon und er ruft dich an. Wie oft passiert so etwas? Diese kosmischen Zufälle sind natürlich keine, sondern spiegeln bereits eine starke gedankliche Verbindung wider, die dem, was wir unter Telepathie oder Gedankenübertragung verstehen, schon sehr nahe kommt. Nummer 8. Synchronizitäten zeigen sich dir ständig. Telepathie findet nicht nur zwischen zwei Menschen statt. Wir können davon ausgehen, dass alles im Universum, die gesamte Schöpfung und jedes ihrer kleinsten Teilchen miteinander in Verbindung stehen. Es gibt zwischen allen Lebewesen einen Zusammenhang. Niemand ist eine Insel. Erlebst du häufig das, was wir gemeinhin als Zufall bezeichnen, so sind diese eigentlich Synchronizitäten. Die spirituelle Welt bezeichnet so Ereignisketten, die uns zeigen sollen, dass alles perfekt ineinander greift und sich gegenseitig in die Hände spielt. Nummer 9. Deine Intuition ist sehr stark. Paolo Coelho nennt die Intuition das Alphabet Gottes. Sie ist eine universelle Kraft, die in jeder und in jedem von uns wohnt. Je öfter wir ihr Gehör schenken und vor allem unser Vertrauen, desto stärker wird sie und desto deutlicher spricht sie zu uns. Vertraue auf dein Bauchgefühl, es wird dich stets gut beraten. Ist es jetzt schon dein wichtigster Impulsgeber und Mentor, dann stehen deine Chancen auch für eine telepathische Kontaktaufnahme mehr als gut. Wenn wir von Intuition sprechen, ist damit immer eine ideale Zusammenarbeit von Bewusstsein und Unterbewusstsein, Gedanken und Gefühlen gemeint. Sie stellt das Best-of unserer Wahrnehmung dar und repräsentiert die geballte Ladung an Wissen, die einem Sterblichen zuteil werden kann. Nummer 10. Spirituell hast du deine Mitte gefunden. Zu guter Letzt möchten wir dich auf die wahrscheinlich wichtigste Voraussetzung dafür hinweisen, die Gedankenübertragung möglich machen kann. Die Rede ist natürlich von deiner spirituellen Beheimatung. Wer hier geerdet und zentriert ist, kann sich in jeder Hinsicht freuen. Das Leben zeigt sich erst dann in seiner ganzen Pracht und Fülle, wenn wir es nicht nur aus der Monoperspektive des Irdischen betrachten. Es spielt dabei keine Rolle, welche Glaubensvorstellung du wählst. Unser heutiges Fazit: Immer zusammen, niemals allein. Unsere Gedanken und Gefühle sind mächtige Werkzeuge. Sie können nicht nur die sprichwörtlichen Berge versetzen. Sie helfen uns auch dabei, Menschen in unserer Nähe zu wissen, die räumlich weit von uns entfernt sind. Telepathie muss kein Mythos bleiben. Du kannst beständig an dir und deiner geistigen Verbindung zu bestimmten Menschen arbeiten. Geh dafür in dich, such die Ruhe und nutze die Kraft der Visualisierung. Sobald du offen bist für diese überirdische Art der Kommunikation, wird dein Geist bereit dafür sein. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.